Herzlich willkommen zum neuen Video. Wir sind im großen Auto unterwegs und für gewöhnlich heißt das, dass wir Großes vorhaben. Heute ist das so, denn wir fangen an, meine neue Halle umzubauen. Ich muss bis Ende nächster Woche aus meiner alten Garage raus. Bis dahin muss die Halle komplett renoviert sein und alles umgezogen sein. Also, wir haben einiges zu tun. Ich habe eine Woche Zeit. Los geht's. Drei Wochen lang habe ich jetzt durchgearbeitet. Wir hatten ein großes Projekt mit der Arbeit. Ist sehr gut gelaufen, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jedoch ist natürlich so einiges liegen geblieben, denn ich war weder daheim noch in der Nähe meiner Halle. Ja, deswegen bin ich mega motiviert und heute muss wirklich was passieren. Ich habe extra das große Auto aus der Arbeit mitgenommen, damit wir auch ein paar Sachen besorgen können, denn die brauchen wir. Mehr dazu später. Aber jetzt brauche ich erstmal ganz, ganz dringend einen ganz, ganz großen Kaffee. Und dann schauen wir mal weiter. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter. Ich mache jetzt gerade auf dem Weg und Jens ab. Den Hänger habe ich gerade schon hinten dran gehängt. Wir haben den kleinen Hänger noch dabei, denn wir holen jetzt knapp 170 Quadratmeter Holzplatten ab. Einfach weil wir die Wände damit verkleiden wollen. Muss noch kurz Geld holen, denn die Platten sind nicht ganz billig. Aber es wird sich lohnen. Es wird den Look der Halle noch mal ein bisschen ordentlicher machen. Und vor allem ist es dann auch für den Winter ein wenig abgedichtet. Let's go. 2000 Jahre später. So, wir haben das Holz am Start. Er versteckt sich da drin. Wie viel haben wir jetzt? Wie viel Quadratmeter insgesamt? Weiß ich gar nicht. 106 Quadratmeter für die Halle. Müssen wir jetzt alles wieder ausladen. Jens, gib Gas. Ich warte. Fleißig, Jens, fleißig. Alles allein gemacht. Dislike. Also wir fahren jetzt zum Baumarkt und kaufen noch ein paar Holzlatten, weil wir bauen uns hier erst einen Rahmen und dann spacken wir die Dinger da drauf. Let's go. Mach den Scheiß aus jetzt! Sabrina! Ich mein's ernst. Zeig deinen Fuß. Sabrina, zeig deinen Fuß. Also Jens, was machen wir jetzt? Also wir hauen jetzt zum Baumarkt noch schnell, der hat bis um 10 offen zum Glück. Oh, Alter. Kaufen Holzlatten, Bauschaum und alles andere, was wir noch brauchen, mega überteuert. So, wir gehen shoppen auf Marvins Nacken. Ich brauche noch Werkzeug, ich nehme jetzt alles mit. Der da. Der, oder? Der da, meine ich doch. Den nehme ich jetzt 4 Dosen mit, oder? Ja, Mann. 20 Euro. 4 Dosen? Ja, doch, auf jeden 4 Dosen. Ja, wir hätten einen Wagen vielleicht mitnehmen sollen. Scheiße. Kein Wagen. Versagt. Hallo Marvin. Guten Tag. Hallo, bist auch im Start? Ja. Das ist schön. Verliert er heute Abend noch einen Finger? Hä? Verliert er heute Abend noch einen Finger? Ja. Ja, ne? Ich will persönlich abpacken. Marvin, hol mal den Toolbox-Kopf. Er steht jetzt so schlecht? Ja, ja. Sehr, sehr. Ja, Mann, das sieht man hier. Zeig's nicht, Marvin. Oh Mann. Ja, genau, mach eine Latte davor. Das kann man echt machen, ne? Sieht geil aus.
Tag 2. Gestern haben wir die erste Wand fast fertig bekommen. Wie ihr seht, jetzt machen wir die zweite Wand, die da vorne. Wenn ihr euch fragt, warum wir verschiedene Holzarten angenommen haben, das hier ist billiger gewesen. Das ist hier noch nicht wasserfest. Und dahinter ist noch meine Halle, das heißt, hier kommt kein Wasser hin. Deswegen ist hier das Holz, wird lackiert, weil es nicht so schön ist. Hier drüben haben wir das wasserfeste Holz genommen, denn ja, da kommt von außen Feuchtigkeit rein und deswegen haben wir dieses Holz. Das gefällt mir ganz gut, das wird nicht lackiert, denke ich. Aber das sehen wir, wenn alles fertig ist, wie es wirkt. Aber es geht gut voran, wir haben ein geiles Team am Start und sind motiviert. Nächste Nachtschicht, let's go! So, wir haben gerade gemerkt, dass unser Tisch hier immer kleiner wird, weil wir ja die Bretter hernehmen. Und deswegen hat Jens gesagt, er baut uns schnell einen Tisch aus den alten Brettern und ein paar Leisten. Jens, kriegen Sie das hin? Kriegen Sie das hin, Jens? Also, ich sag das mal so, eigentlich habe ich das mal gelernt, aber mal gucken. Ey, das sieht echt künstlerisch aus. Den würden wir gar nicht wegwerfen danach. Ich bin so gespannt, sieht ja geil aus. Alter! Okay, das ist ein bisschen. Okay, hast meinen Respekt verdient. Wirklich. Respekt verdient. Ein bisschen hoch. Nee, das ist geil. Wand 1, fertig bis oben hin. Wand 2, auch fertig. Und Wand 3, sind wir gerade dran. Und es wird langsam. Es wird. Langsam, aber sicher. Letzte Wand, die wir heute schaffen wollen. Bis nach oben. Gespielt. Es ist Mitternacht. Haben wir noch ein paar Stunden. Let's go! Herzlich willkommen zu Tag 3 der Pfuscherei. Heute verkleiden wir die restlichen Wände, dicht noch ein bisschen ab, machen hier das Häuschen noch fertig, das ist gerade fleißig, wie ihr seht. Und mal gucken, vielleicht werden wir heute fertig mit dem Wände hochziehen. All my life, all my life, all my life, all my life, my life, all my life, all my life, all my life, my life, all my life, all my life, all my life, all my life. All my life I've been working for the money. All my life I've been chasing after honey. All my life you could never take it from me. Got the confidence of every motherfucker who said fuck me. Fuck you. Go figure out a boy here rising like the sun in the morning. Wir haben fast alles verkleidet. Also das Tor ist fast fertig. Die Wand ist fertig. Die Wand da hinten ist fertig. Das Häuschen ist fertig. Chris und Mike haben Gas gegeben. Und hier sieht man es. Und wir haben sogar die Schrauben, professionell wie wir hier sind, haben wir sogar verspachtelt, dass wenn wir das dann die Tage lackieren oder streichen oder wie man das nennt, dass das dann eine glatte Oberfläche gibt. Hier ziehen wir morgen noch hoch, wir haben morgen eine 3 Meter Leiter, dann geht das einfacher. Und dann sind wir wie gesagt fertig mit dem Verlegen. Alles weitere passiert dann im Laufe der Woche, aber jetzt gehen wir nach Hause. Bis bald. Ich weiß nicht. Wie nee. So, Tag 4. Heute bereiten wir zum Streichen vor. Eigentlich ist auch, ja. Das ist Käfergrau. Der hier. Das ist schon recht dunkel, ne? Aber wobei, wir machen ja oben weiß. So, wir sind in der Halle angekommen. Wie gesagt, es ist Tag 4. Es ist mittlerweile schon recht spät. Wir haben heute tagsüber noch ein paar Sachen eingekauft, war der dabei. Jetzt sind wir hier angekommen. Noch bin ich alleine hier.
Die anderen sind gerade unterwegs, holen noch ein bisschen Kaffee, damit wir die Nacht hier auch überstehen. Wie ihr seht, die Wand da hinten, das ist die letzte, die noch gemacht werden muss. Ich muss eigentlich nur noch dieses eine Eck da hinten verkleidet werden. Wenn dieses Eck da fertig ist, dann haben wir die Wand auch soweit. Das Tor, fast vergessen, muss hier oben auch noch verkleidet werden, aber dann ist das auch dicht. Die Wand ist komplett fertig und die sowieso schon seit 2 Tagen, glaube ich, mittlerweile. Es geht mega gut voran. Ich bin mega begeistert, wie schnell das hier ging. Lag natürlich auch daran, dass wir teilweise 15 Leute hier in meiner Halle waren. Und ich muss mal eins sagen, ich habe da keine Veranstaltung auf Facebook gemacht und gesagt, bitte helft mir alle. Die Leute kommen von alleine und wollen mir helfen. Und das ist unglaublich, nach wie vor für mich. Jedes Mal, ich stehe hier und denke mir, sehe dann hier, da schraubt einer die Sägen da hinten, die anderen sind da unten schon wieder am Ausmessen. Ich stehe dann teilweise da und bin hart überfordert, dass ich einfach so viel Unterstützung hier bekomme. Ich weiß gar nicht, wie man sich da bedanken kann bei sowas, denn das ist wirklich nicht normal. Und ja, ich bin unglaublich froh, solche Leute zu haben. Wir machen jetzt dieses Ding hier fertig, rocken das alle zusammen. Ich glaube, ich höre sie gerade ankommen, Kaffee kommt, sehr gut. Und ja, als erstes diese Wand und dann verkleiden wir diese ganzen Balken hier noch, damit wir dann morgen streichen können. Und dann ist das hier eigentlich schon so gut wie fertig und einzugsbereit. Let's go! Wir haben aber nicht zum Bauen gekommen. 20 und 19. 118,118, oder? 118 lang, 20 breit und 19 oben. Oh Mann, ich hab's doch gerade gesagt. Schau das Video an, ich hab's doch gerade gesagt. Es war 2019, glaube ich. Los. Also wir müssen kurz das Video angucken, weil Marvin zu blöd ist, sich Zahlen zu merken. Ja, guck dir mal die Rechnung hier an, Alter. Was du hier... Schau mal, so läuft das hier. So rechnet er das aus. Und so rechne ich das aus. Rechnen macht mehr Spaß. Ja, aber das geht doch auch. Hier 19 und 20 und 1,18 Meter oder so. Scheiße, Mann, ich geh nochmal hoch. 2000 Jahre später. Ach komm! Never be turning around, never be turning around, ey. Never be slowing it down, never be slowing it down, ey. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas.